Hallo und herzlich willkommen zurück bei Planet Base. Und wir sind im Aufwind quasi. Oh, aktuell sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Die Sache läuft. Sie läuft. Wir müssen jetzt nur noch gucken, dass hier dieser Power Collector gebaut wird und dann sollten wir zukünftig aus dem Gröbsten erstmal raus sein. Und die Energie jetzt erstmal für die nächste Zeit, glaube ich, keine so große Problematik darstellen. Ich hoffe es zumindest. Jetzt müsste sich allerdings irgendjemand hier endlich auch mal bequemen, hier ordentlich zu arbeiten und das Metall dann rauszuschleppen. Das wird wahrscheinlich noch einen kleinen Moment dauern. Wir stellen deshalb mal wieder auf zweifache Geschwindigkeit. Und gucken in der Zwischenzeit einfach hier mal den Leuten beim Arbeiten zu. Das ist sowieso das Schönste, anderen beim Arbeiten zusehen. Läuft. Ja, nee, die Produktion klappt, so wie es aussieht. Kommen mit allem gut hinterher. Es gibt keine Stromausfälle mehr. Ja, massenhaft Starch. Und das hat gerade bei uns eingeschlagen. Sehr geil. Und wir kriegen dooferweise jetzt nochmal Besuch. Es ist ein Ingenieur. Es ist ein Ingenieur. Jetzt haben wir noch einen zweiten Ingenieur, den wir aktuell eigentlich gar nicht brauchen. Oh Mann. Ich glaube, ich mache sicherheitshalber mal wieder... Was denn hier? Sicherheitshalber machen wir das mal wieder aus, dass keine weiteren Kolonisten hier landen. Zwei Stück der Ingenieure reichen im Moment. Ich hoffe, dass jetzt einer von den beiden auch checkt, dass er hier mal was arbeiten muss und losdüst. Hier sollten wir jetzt übrigens auch nochmal für das Bett hinbauen. Na komm. So. Bioplastik haben wir ja mehr als genug. Also das wird nicht die Problematik sein. So. Jetzt könnten wir hier trotzdem noch dafür sorgen, dass wir wieder Handelsgüter haben, nachdem wir jetzt ja hinterherkommen mit dem Bauen und Co. Dann machen wir jetzt hier erstmal zwei so Medicinal Plants Dings sind fertig. Hier ist unser Energiespeicher gleich fertig. Oh ja. Und der wird schon fleißig aufgeladen. Das ist wunderbar. Ich denke, so kommen wir doch durch die Nacht, oder? Ich glaub's schon. Dann produziert das Ding hier dann zukünftig auch noch ein bisschen über Nacht und dann wird das alles. Oder halt auch nicht, verdammte Axt. Wieso ist denn da schon wieder nichts? Dann glaube ich aktuell jetzt nicht so das wahnsinnige Glück, was Strom angeht oder Wind und so. Hä? Nein. Was höre ich hier? Kommt hier etwa ein Raumschiff gelandet? Es kommt ein Raumschiff gelandet und es würde uns was mitbringen. Es würde uns sogar richtig günstig das hier verkaufen. Ein Super Extractor Patent. Können wir uns aber aktuell gar nicht leisten. Wir kaufen das hier. Dann verkaufen wir dafür das. Und oh Mann. Wir müssen unser ganzes Starch jetzt verkaufen. So. Bräuchten wir eigentlich sonst noch was? Haben die irgendwas? Ne, das wäre schon noch schön. Dann verkaufen wir das auch noch. Zack, zack. Nein, Moment. Hä? Ich habe doch hier drauf gedrückt. So. Ich würde eigentlich am liebsten noch eins kaufen, aber wir haben halt einfach nicht wirklich... Haben wir noch ein Handelsgut? Ach, wisst ihr was? Sollen sie das Geld doch haben? Wir brauchen das alles. So. Dann seid mal fleißig und geht raus, kauft Sachen ein und macht mich glücklich. Es ist so schön zu sehen. So schön zu sehen, dass wir mal keine Stromsorgen bekommen werden über Nacht. Voll nice. Und wieso arbeitet jetzt hier keiner? Was ist denn immer mit den Leuten los? Achso, die tragen jetzt alle, oder was? Tatsächlich. Alle, die nicht schlafen, tragen. Ja, und wir haben schon keine Spares mehr. Gut, dass wir jetzt also doch gleich noch die Spares mitgehandelt haben. War dann doch mal vorausschauendes Handeln. Geil. So, Produktion und alles, das läuft doch alles super. Da können wir doch aktuell gar nicht klagen. Das heißt, wir können uns dann wirklich demnächst mal darum kümmern, dass wir hier... wir könnten eigentlich gleich mal schauen. Build Exterior... Wir bräuchten hier eine Sickbay. Ja, wir bauen das einfach mal da hinten irgendwo hin.
Wobei, das ist ja eine Endstation. Das ist eine Endstation. Das ist eine Endstation. Nee, da können wir ja auch nicht, weil wir dann... Nee. Na gut, wir bauen das einfach hier so hin. Ich denke, das ist okay. Und dann können wir hier so einen Ausgang dann noch hinbauen. So, Airlock. Airlock bauen wir dann da so rüber. Das kriegen wir doch alles hin. So. Jetzt beladet das doch mal fleißig. Zu guter Letzt fehlt uns jetzt noch ein Bioplastik. Und dann kriegen wir wieder Metall, dann können wir diese Dinger tatsächlich bauen. Und dann haben wir hier also unsere Krankenstation, da wird gleich produziert. Und hier hauen wir dann irgendwo die Mine hin. Das wird schon. So, dafür brauchen wir zwei, hierfür brauchen wir zwei. Passt. Ist das tatsächlich fertig gebaut? Dann müssen wir jetzt noch exakt einmal handeln. Und dann haben wir es aber geschafft, dann haben wir eine eigene Mine. So. Und ab diesem Moment geht es dann natürlich nur noch bergauf. Denn dann können wir sagen, dass wir ordentlich Zeug wo produzieren. Und dann breiten wir uns so langsam dann in diese Richtung. Moment. In welche Richtung möchte ich denn eigentlich? Ja, wir breiten uns irgendwo hier unten aus. Das heißt, wir hauen hier dann später noch so einen Sauerstoffgenerator hin, einen größeren allerdings gleich. Dann können wir das hier wegbauen, da werden wir dann später rüber verbinden. Ja, das kriegen wir alles hin, das kriegen wir alles hin. Ich glaube, da sollten wir uns jetzt auch nicht zu viele Gedanken machen, sondern wirklich erst, wenn wir uns die Gedanken machen müssen. Mhm. Uns fehlt aktuell also ein bisschen das Bioplastik. Aber es wird ja wieder fleißig dran gearbeitet. Sodass die Gebäude hier relativ zügig stehen sollten. Bin auf alle Fälle zufrieden. Seitdem wir die haben, geht es den Pflanzen so ein bisschen schlechter. Das gefällt mir nicht. Wir bräuchten wahrscheinlich echt noch Biologen. Hat da gerade wieder einer eingeschlagen? Ja. So gefällt mir das. Immer wird viel Energie haben. Das bringt's. So, jetzt brauchen wir, glaube ich, noch exakt einmal Bioplastik, oder? Oder ist das schon auf dem Weg dahin? Hm. Kein Plan. Zumindest das Airlock ist jetzt gleich fertig. Ja, super Sache. Wieso geht der jetzt da lang? Der kann doch hier das Airlock nutzen und so. Hä? Sehr verwirrend. Sehr, sehr verwirrend. Gut, dann haben wir das gleich fertig. Hier wird fleißig produziert. Sobald das dann nämlich hier gebaut ist, müssen wir gleich mal ein Bettchen hinbauen. Und dann können wir zukünftig auch Kranke versorgen. Und es kommt ein neues Handelsschiff. Dann wollen wir doch mal gucken, was habt ihr im Angebot? Hm. Tschüss. Nichts, was wir gebrauchen können. So. Und fertig ist es. Dann bauen wir jetzt dort mal ein Bett rein. Mehr brauchen wir, glaube ich, am Anfang auch gar nicht. Wobei, wir könnten noch eine Sache bauen. Genau. Das ist doch super wichtig. Damit da zukünftig auch gleich das ganze Zeug hier, also die Medpacks, gelagert werden. Da müssen die Leute nämlich nicht immer so weit gehen, das ist ziemlich gut. So, ich denke, jetzt geht in der Basis alles wieder dem normalen Gang nach. Ja. Alles geht seinen normalen Gang. Passt. Komm wieder hinterher. Ich glaube, das kleine Problem war einfach,
das die jetzt dann alle halt mittragen mussten bei diesem großen Handelsvolumen. Und wir haben halt einfach im Moment noch keine Roboter weiter. Das heißt, wenn jetzt unser Carrier-Bot auch demnächst mal kaputt geht, ich glaube, so lange wird er gar nicht mehr durchhalten. Ich schau mal. Naja, der wird nicht mehr so lange durchhalten. Dann war's das erstmal und wir können uns jetzt im Moment auch nichts Neues leisten in dem Sinne. Also, Pech gehabt. Was das angeht, haben wir wirklich Pech gehabt. So, Medicinal Plants kommen. Hier wird nicht mehr weiter dran gearbeitet, das ist etwas problematisch. Die müssten eigentlich, wir brauchen das halt einfach so als Handelsgut im Moment. Das können wir eigentlich wieder deaktivieren und Strom sparen. Nahrung hätten wir mittlerweile echt tonnenweise. Wie voll ist denn das Lager? 63%, das ist schon... So. Na, da fing die Schicht also wieder an. Sehr gut. Da kommt gleich der Bot und bringt's rüber und dann wird das gleich gebaut. Dann können wir dort also gleich die ganzen Medkits dort einlagern. Sehr schön. Ja, und das machen die auch gleich. Voll cool. So. Jetzt bräuchten wir noch ein Raumschiff, das uns nochmal Metall liefert. Dann denke ich, dürfte alles laufen, so wie es sein sollte. Wir können gleich mal gucken. Hier so ein externes Ding. Dann wollen wir eine Mine hinbauen. Wie sieht die denn aus? Das ist ein Starport. Ach ja, da. Da, die Mine. Zack, zack. Genau. Da brauchen wir dann nämlich nochmal exakt zweimal Metall. Dann wird das. Jetzt müsste halt einfach nochmal ein Raumschiff kommen, mit dem wir ordentlich Handel treiben können. Und ich glaube, wir sollten einfach nochmal jetzt wieder aktivieren, dass durchaus auch noch Kolonisten kommen können. Und wir brauchen halt dringend... Ich denke, das ist im Moment echt gut. Das reicht. 40-40, das passt im Moment. Genau, wir brauchen halt dann Arbeiter, die dann zukünftig auch in den Minen ordentlich werkeln werden. Und an unseren Geräten. Damit wir einen fetten Wirtschaftsaufschwung haben. Biologen nehmen wir natürlich auch immer noch ganz gerne. Und das lief doch jetzt richtig gut. Also ich glaube, wir kommen aktuell wirklich sehr, sehr gut hinterher mit dem Strom. Und der Produktion. Wie sieht's denn aus? Ist der nächste Morgen? Jetzt wird alles wieder gut. Nee, ich denke, das war wirklich die richtige Entscheidung, dass wir als erstes hier... uns um unser Stromproblem gekümmert haben und dann jetzt erst die nächste Priorität die Mine tatsächlich ist. So. Arbeitet fleißiger. Liebes Kolonistenschiff oder könnte vielleicht noch irgendwas cooles... Oh, Moment. Ah, wir hätten jetzt natürlich noch so ein Teil hinstellen können, ne? Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Verdammt. Das wäre es ja gewesen. Aber manchmal denkt man auch an solche Sachen gar nicht. Das ist ein bisschen blöd. Aber passiert. Das passiert. Jetzt dürfte allerdings trotzdem tatsächlich gerne nochmal ein Handelsschiff kommen. Dass er mal was dabei hat. Ja, oder ich mache das hier nochmal schnell weg. Nee, da kommt schon was. Was habt ihr zu ver... Nichts, was wir uns leisten könnten, wa? Nöp. Können wir uns nichts leisten. Das tut mir echt leid. Ihr müsst wieder wegfliegen. Dann machen wir doch nochmal Folgendes. Wir recyceln das hier einfach nochmal. Dann bauen wir hier tatsächlich nochmal so einen Bioplastic-Processor hin. Damit dann wenigstens hier die Arbeit jetzt im Moment nochmal schneller vonstatten geht. Da kommt noch ein Schiffchen. Was könnte es sein? Was könnte es mitgebracht haben? Einen Biologen, sehr, sehr geil. Und noch einen Arbeiter. Das bedeutet... was bedeutet das denn? Bauen wir hier noch einmal Korn hin. Bauen wir noch einmal Wheat hin. Und noch einmal Medicinal Plants.
Denn wir sollten ja jetzt auf alle Fälle gut hinterherkommen. Also Nahrung ist, glaube ich, nicht das Problem. Wie sieht's denn hier aus? Er macht aber irgendwie dooferweise nur Basic Meats, was ich irgendwie nicht so ganz verstehe. Wir haben hier doch Tomaten. Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber okay. Sieht ansonsten alles ganz gut aus. Läuft. Das kriegen wir auch und dann können wir gleich uns hier darum kümmern, dass wir jetzt die Mine wieder hinstellen. Jetzt, nachdem wir hier alles fertig haben. So. Oh oh, da wird gerade wieder so ein Spare-Teil genutzt. Für das Solarpanel. Ja, das wird es hier auch gleich brauchen und das noch nicht. Okay. Ach, das wird schon werden. Ich glaube, den nächsten werden wir Nahrung verkaufen. Es hilft ja nichts, davon haben wir einfach mehr als genug. Oh, bald ist das Lager voll. Hoffentlich kommt gleich mal ein großes Handelsschiff. Sonst haben wir ein Problem. Was ist denn mit dem Ding? Was schafft ihr denn ständig weg? Ach so, okay. Genau, mach ja mal die Maschinen voll. Ach du Schande, das habe ich wieder vergessen, das auszumachen. Das machen wir aber gleich noch. Oh Gott, das sind zu viele Leute. Zu viele Leute, zu viele Leute. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Kein Kompromiss mehr. Wow, da hat gerade wieder mal ein Blitz eingeschlagen. Die Akkus sind voll aufgeladen. Sehr nice. Sonst sollten wir einfach vielleicht nochmal jetzt... Ja, ich glaube, wir machen hier sicherheitshalber auch nochmal eine zweite Maschine hin. Und auch einen zweiten Wasserspender. Wobei, ich glaube, die kriegt man... Ja, die kriegt man auch dahin. Und eine dekorative Pflanze, das geht auch immer. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Ich glaube, ich... Und wir brauchen auch noch einen Tisch. Eieiei. Ich möchte natürlich nicht, dass die Leute dann zukünftig auf dem Boden sitzen. Wenn hier so die fette Rush-Hour ist. Sehr gut. Läuft. Und da wird jetzt auch wieder fleißig gearbeitet. Ja. Der Roboter kommt natürlich auch sofort und belädt das mit neuer Stärke. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile zufrieden. Also ich habe echt schlimmste Befürchtungen gehabt. Ich meine, ihr habt es ja gesehen gehabt. Ich dachte schon, die Kolonie geht ein und so. Aber jetzt haben wir es doch, denke ich, das Ruder relativ gut umgerissen. Rumgerissen. Und das ist doch mal was Schönes. Und keine Spares mehr. Das ist vielleicht doch alles nicht so geil. Wir müssen halt wieder handeln. Wir müssen einfach wieder handeln. Dazu müsste natürlich erstmal wieder ein Handelsschiff kommen. So, was könnte man denn loswerden? Im Moment könnte man Medicinal Plants verkaufen und Bioplastik. Und noch ein bisschen Futter. Sollte also laufen. Da kommt doch was. Sowas. Oh ja. Ja gut, wir müssen es machen, da hilft ja nichts. Wir brauchen davon mindestens drei. Hier das ganze Zeug können wir verkaufen. Das können wir auch verkaufen.
Und Nahrung eigentlich auch. Ich denke, wir machen das mal runter auf 30. Dann kaufen wir hier nochmal ein, dann kaufen wir das noch ein und das und das und das. Was jetzt wieder nicht reicht. So. Das ist okay. Das ist okay, das handeln wir jetzt. Und wenn der Handel abgeschlossen ist, dann wird die Mine gebaut. Und dann müssen wir zukünftig nicht immer so krass drauf schielen, dass jetzt noch ein Handelsschiff kommt und wir wieder Material erwerben können. Gut, ich denke, wir sind in der heutigen Folge wirklich gut vorangekommen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und ciao.